Guten Tag, liebe Herren. Heute sind wir ausnahmsweise am Freitag unterwegs. Also unser Donnerstag ist auf Freitag verschoben. Ich verspreche, dass ich in der Zukunft versuche, an den Plan zu halten. Aber heute ist wirklich Ausnahmezustand. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich sehr, dass wir jetzt zusammen sind, dass wir, ja, hoffentlich kommen noch ein paar Herren noch dazu. Und wir können auch ganz interessante Sachen jetzt besprechen. Und unser Thema heute ist Beziehung richtig anfangen und höflich beenden. Für diejenigen, die zum ersten Mal bei unserem Männersitzung zusammen sind, also Männer und ich, also ich bin so Schneewittchen mit meinen Zwergen. Ich bin Xenia Droben, ich bin Partnervermittlerin. Das mache ich wirklich mit Begeisterung schon seit 23 Jahren und hoffe, in den nächsten Jahren kann ich auch anderen Single-Menschen gern helfen und noch mehr Paare zusammenbringen. Und was das Besondere an meinen Veranstaltungen ist, ich habe Webinare für die Männer und ich habe Webinare für die Frauen. Das heißt, ich versuche, die beiden Seiten zu informieren, damit beide Seiten weniger Fehler machen und damit beide Seiten den Weg zueinander finden. Sie können ganz gern Ihre Frage, Ihre Kommentare schreiben. Ab und zu werde ich das lesen und beantworten. Ich habe jetzt so ein bisschen so meine Notizen. Das habe ich so, wir sagen auf Russisch, auf den Knien geschrieben. Wichtig ist bei diesem Webinar ist, ich bin schon wieder, oder ich habe schon wieder die Frauen gefragt, was sie bei diesem Anfang und Ende falsch finden und was die Männer falsch machen können. Also es ist immer noch, die Männer machen irgendwie vieles falsch, aber das bedeutet nicht, dass ich die Frauen verteidige. Sehr wahrscheinlich, wenn ich die Männer gefragt hätte, was machen die Frauen am Anfang und am Ende falsch, da käme ich auch zu einer größeren Liste, könnte sein. Aber da wir heute ein Webinar für die Männer haben, es geht natürlich darum, was die Männer falsch machen, was die Frauen falsch machen, bespreche ich mit den Frauen auf Russisch bei den Webinaren für die Frauen. Also wir machen das getrennt. Also so wie Männertoilette und Frauentoilette, wir teilen uns. Also Männer nach rechts, Frauen nach links. Also mein Thema heute, mein Topic heute ist die Beziehung richtig anfangen und höflich beenden. Warum genau diese zwei Punkte, Anfang und Ende? Eigentlich, da sind ja verschiedene Richtungen. Also zuerst bei dem richtig anfangen, muss eine Begeisterung da sein, muss Interesse der Frau geweckt werden, muss man die Frau neugierig machen. Und höflich beenden, das ist schon definitiv was Negatives, wenn der Mann entschieden hat, die Beziehung zu beenden. Das kann man richtig und das kann man falsch machen, das kann man höflich und höflich machen. Interessanterweise zum Abschied habe ich weniger Beispiele, aber ich habe mehr Beispiele zu falschem Anfang. Also eigentlich bei diesem die Frau ansprechen, machen die Herren ziemlich vieles falsch. Aber nochmal, es ist nicht, das bedeutet gar nicht, dass ich die Frauen verteidige. Die Frauen kritisiere ich bei den Frauenwebinaren, die Männer kritisiere ich bei den Männerwebinaren. Also heute sind wir in einem Männertreff, das bedeutet, die Männer sind an der Reihe, kritisiert zu werden. Also was machen die Männer bei dem Anfang falsch? Also Mitte der Beziehung, das ist schon ein anderes Thema, aber wir sprechen also ganz frisch. Ich schreibe die Frau an, erste Nachricht oder erster Tag, wo wir miteinander schreiben. Also eigentlich, das ist diese, wie kann ich das, die Begeisterung von der Neubekanntschaft und wie man mit dieser Begeisterung umgeht. Ich fange ungewöhnlich an. Manche Männer, zum Glück nicht alle, erzählen den Frauen, was sie für die Dienstleistungen bezahlt haben.
quasi für die Partnervermittlung bezahlt haben in diesem bestimmten Fall oder generell, was der Vertrag gekostet hat, was die Anmeldung gekostet hat, was der Mann für die für Kontakt bezahlt hat, egal ob bei mir oder irgendwo anders. Und ich war heute bei dem Treffen von englischen Partnervermittlungen die gleiche Geschichte. Aus irgendwelchem Grund mögen die Männer die Preise zu nennen, was sie für diesen Kontakt, was sie für diese Kontaktaufnahme bezahlt haben. Brauchen sie nicht. Es gibt manchmal Damen, die ganz neugierig danach fragen, was hast du dafür bezahlt? Also die richtige Antwort, das geht dich eigentlich nicht an. Du bist mir wert und egal, was ich bezahlt habe, ich genieße die Zeit jetzt mit dir. Also eigentlich erzählen sie über die Preise nicht, besonders wenn sie nicht wenn keiner sie danach gefragt hat. Also eigentlich also wenn sie aus eigener Initiative, ohne nachgefragt zu werden, die Preise zu nennen, das weckt den Eindruck, als ob sie geizig sind und als ob sie wirklich versuchen einzuschätzen, ob die Frau ihnen wert ist. Also das ist Ratschlag Nummer 1. Weiter, also eigentlich die Frauen, also das war eine Umfrage bei den Frauen, was machen die Männer falsch am Anfang und am Ende. Viele Frauen haben sich beschwert über diese Videocall-Kultur oder sagen wir, was die Männer falsch machen, um einen Videoanruf zu bekommen. Wir sind schon wieder in einer schwierigen Situation, also die Einschränkungen werden strenger und es ist wirklich sehr möglich, dass wir wieder Lockdown in voller Form bekommen, also hoffentlich in einer Softform, aber voll Lockdown ist mehr als möglich. Und das bedeutet, ein richtiges Kennenlernen wird verschoben oder aufgeschoben und das erste Kennenlernen findet über das Video statt. Was machen die Männer dabei falsch? Erstens, diese Videoanrufe ohne Termin, ohne die Zeit abzusprechen. Also viele Männer bekommen Kontaktdaten und dann rufen die sofort an, ohne nachzufragen, ob die Frau jetzt beschäftigt ist, ob die Frau vielleicht ein Auto fährt, ob die Frau vielleicht auf der Toilette sitzt oder ob die Frau vielleicht mit dem Kind was tut oder die Frau vielleicht mit dem Ex streitet. Ich weiß nicht, also es können sehr viele Situationen sein, wo die Frau keine Möglichkeit über das Video zu kommunizieren, aber die Männer rufen einfach an. Ich will es. Ich will dich sehen. Und wenn die Frau nicht antwortet und Video nicht anschaltet, dann kommen die Beschwerden und Beschuldigungen und Anschuldigungen. Du bist nicht seriös, du willst keine Beziehung, wieso willst du über das Video nicht telefonieren? Manche Männer versuchen zu fragen, aber das funktioniert in der Form. Er fragt, hast du jetzt Zeit? Und auch wenn die Frau noch nicht geantwortet hat, er ruft an. Egal ob Video oder ob mit Video oder ohne. Also er hat gefragt, er hat die Antwort nicht erhalten. Er sieht, dass die Frau nicht mal online war, aber er ruft sofort an. Manche besprechen, also ein Schritt weiter, wir sind, bei uns ist immer die Steigerung. Manche vereinbaren ein Telefonat, rufen dann mit dem Video an. Das heißt, ja, also wenn die Frau ein Telefonat bestätigt hat, das bedeutet gar nicht, dass sie jetzt für das Video bereit ist. Vielleicht, also es, wie ich gesagt habe, es können tausende Gründe sein, wieso die Dame in diesem Moment nicht mit Video telefonieren kann oder nicht über das Video sprechen kann. Deswegen, wenn Sie ein Videocall möchten, Sie müssen explizit betonen, ich möchte ganz gern ein Videocall. Heute hatte ich einen Konflikt gelöst oder halb gelöst. Der Mann wollte ein Videodate und die Frau war dafür nicht bereit. Und dann kamen hunderte Nachrichten an die Dame und dann an mich. Ja, wieso will sie nicht über das Video telefonieren? Sie will einfach ein Telefonat. Ist sie ein Fake? Und so weiter und so fort. Also nicht alle Frauen mögen Videoanrufe, obwohl, wie ich gesagt habe, das ist heutzutage mehr als normal geworden.
wenn Sie mit so einer Dame kommunizieren, die sagt, also Videoanruf möchte jetzt nicht, machen Sie ein ganz normales Telefonat. Reden Sie miteinander, reden Sie zueinander, dann können Sie besser verstehen, wie die Frau ist und dann können Sie Vertrauen wecken. Und wenn Vertrauen da ist, dann ist es für die Frau einfacher zu entscheiden, mit Ihnen über das Video zu telefonieren. Aber egal was passiert, Sie bekommen zuerst von der Frau Genehmigung, die Dame zu einem bestimmten Punkt über Videocall oder über ganz normaler Anruf anzurufen. Sie fragen zuerst, Sie bekommen die Bestätigung und erst dann rufen Sie an. Also ich hoffe, dass es klar für alle, obwohl also diese Beschwerden kommen, also bekomme ich ohne Ende. Und auch wenn Sie mit einer Dame in einer näherer Kommunikation sind, also das ist kein Erstanruf. Viele Frauen beschweren sich, dass die Männer wirklich sehr früh am Tag anrufen, so um 6, um 7 Uhr, ohne zur Warnung, wo die Dame noch schläft oder sich auf die Arbeit vorbereitet. Also wichtig ist dabei zu merken, sie rufen die Frau mit Video oder ohne erst dann an, wenn die Dame einverstanden ist. Und ohne Einwilligung der Dame rufen Sie nicht an. Also das ist Punkt Nummer 2 für uns. Also ich merke mir 2. Also, schon wieder, ich weiß nicht, wann das zu Ende kommt, schon wieder diese Beschwerden über Facebook-Bilder. Also diese Guten Morgen Sonnenschein, irgendwelche Tasse Kaffee, also irgendwo auf Google kopiert und dann schickt man an alle Frauen in WhatsApp. Die Russinnen mögen es nicht. Also die meisten mögen es nicht. Wenn Sie ein großer Fan von solchen Bildern sind, also Sie verstehen, was ich meine, also diese Tasse Kaffee und dann steht Guten Morgen, dann irgendwo ein Herz oder irgendwelche Farben wechseln sich. Also eigentlich diese ganz komische, ganz unnötige Bilder, die viele Menschen so mögen. Wenn Sie solche Bilder, solche Fotos mögen und ganz gern verschicken, fragen Sie zuerst Ihre Dame, ob sie das auch mag. Und wenn die Frau sagt, sie mag solche Fotos, also solche Bilder, also dann sind keine Fotos, solche Kaffee-Pictures nicht, dann kontrollieren Sie Ihre Finger. Sie kontrollieren Ihre Finger und dann verschicken Sie solche Bilder am besten nicht. Weil wenn die Frau es nicht mag, aber trotzdem solche ja, komische Bilder bekommt, das wirkt den Eindruck, dass der Mann wirklich nicht seriös ist, kindisch und er sucht einfach nur Kommunikation und weil von diesen Bildern entnimmt man keine Information. Man kommt nicht weiter in dem Gespräch. Also das ist für uns Kindergarten. Genauso die Images. Wenn Sie ganz gern die Images anwenden, schauen Sie bitte, wie die Dame schreibt. Wenn Sie sehen, dass die Dame in ihren Antworten ziemlich kurz mit Images schreibt, also sie verwendet nicht so viele von denen, lassen Sie es, also kontrollieren Sie sich und schicken weniger von diesen Herzen, weniger von diesen Küssen, weniger von diesen lachenden Gesichtern, also ich habe manche Screens gesehen, da sind ja so viele Wörter und so viel von Images. Also eigentlich, was willst du damit zeigen? Also wenn du ein, zwei gleiche lachende Gesichter schreibst, das ist genug. Man braucht nicht 20 Gesichter nacheinander zu senden. Es gibt Menschen, die Images ganz gern mögen. Es gibt Menschen, die das gar nicht mögen. Deswegen passen Sie auf, in welchem Maß, in welchem Maßstab, in welchem Ton die Dame kommuniziert und schreiben Sie nicht mehr Images als die Dame. Das ist Ratschlag Nummer 3. Was noch? Also das war ein bisschen chaotisch bei mir alles geschrieben. Das große Problem sind immer noch die Fotos.
Was oft passiert oder womit die Frauen sehr oft konfrontiert werden, die Beziehung hat, also nicht Beziehung, die schriftliche Kommunikation hat erst angefangen, man schreibt seit ein paar Tagen und dann kommt es, schick mir noch mehr Fotos von dir. Also es ist manchmal, dass es kommt ziemlich harmlos, also schick mir einfach ganz normale Fotos von dir. Manchmal kommt dieses, schick mir diese besondere Fotos von dir, also Sie verstehen, was ich meine. Also irgendwie, wo die Frau ihre Körperteile zeigt, wo die Frau sich vielleicht nackt oder halbnackt zeigt. Und das ist am Anfang. Also wir sprechen, also nicht vergessen, wir sprechen von dem richtig Anfangen, wir sprechen wirklich von Anfang der Kommunikation. Und kommt dieser Verlangen oder dieses Erwarten von noch mehr Fortes. Erstens, bei jeder Frau sind ziemlich viele Bilder in dem Steckbrief. Das heißt, sie können wirklich ganz gern die Bilder in dem Steckbrief blättern und irgendwann, ich weiß nicht, eine Woche später, zwei Wochen später, vielleicht nach mehr Fortes fragen. Aber nicht, wo sie am ersten Tag, am zweiten Tag mit der Frau Kommunikation angefangen habe und dann kommt plötzlich, schick mir noch mehr Bilder von dir. Für die Frauen, das ist irgendwie langweilig. Du hast doch meinen Steckbrief, du hast doch mein Profil, schaue da rein. Mit diesen besonderen Fotos. Ich hatte vor einer Woche so eine Situation. Der Mann wollte, dass die Frau ihm ihr Popo schon am ersten Abend schickt. Für die Frau ist das natürlich absolut No-Go. Also ganz besondere Bilder schickt die Frau, wenn überhaupt, an den Mann, mit dem schon eine Beziehung ist, wenn mit dem irgendwas schon passiert ist, also mit dem Vertrauen aufgebaut ist und nicht am ersten Tag die Popo-Bilder zu senden. Ich frage mich wirklich, was wollen die Männer damit bezwecken? Wenn der Mann am Anfang, am ersten Abend, in der ersten Woche schon nach solchen Bildern fragt, er wird sofort in die unterste Schublade geschoben, als einer, der nur das eine möchte, als einer, der keine richtige Beziehung sucht, der wirklich sich nur für diese Körperteile interessiert. Und aus meiner Sicht hat der Mann in seinem Leben keine Puppe gesehen. Also eigentlich ist es so, ich weiß nicht, so besonders, dass er wirklich am ersten Tag, ohne andere Fragen abzuhaken, ohne ja irgendwie irgendwas zu tun, dass er sofort nach den Bildern fragt. Also genau, ich habe mit Ihnen über das Video gesprochen, aber gerade jetzt, ein Kunde ruft mich mit Video an. Also jetzt ist spät, es ist Freitagabend, aber er kam auf die Idee, er muss mich anrufen, er ruft mich mit dem Video an, obwohl eigentlich, das ist schon Feierabend. Genau das, was ich gesprochen habe. Und das bringt auf Barrikaden, das nervt total. Also, liebe Herren, auch wenn Sie ganz optisch eingestellt sind, als auch wenn Sie mehr Fotos von der Frau möchten, warten Sie ein bisschen ab, so vielleicht Woche, paar Wochen, und fragen Sie nach den Bildern später an. Aber am besten fragen Sie niemals nach diesen besonderen Bildern. Bauen Sie zuerst Vertrauen auf. Also das war Punkt 4. Ich lese jetzt die Kommentare, weil ich sehe jetzt 14 Kommentare. Guten Abend. Manche Männer wollen den Damen damit verdeutlichen, wie viel Geld sie für sie ausgeben haben und erwarten dafür Zuneigung und Anerkennung von der Frau. Kann sein, aber wenn der Mann an einer Partnervermittlung bezahlt hat, wenn der Mann für das Ticket bezahlt hat, wenn der Mann für das Hotel bezahlt hat, er hat für die Dienstleistungen bezahlt. Verstehen Sie den Unterschied? Er hat nicht für die Dame und für Interesse der Dame bezahlt. Dafür geht man shoppen, also, oder geht man in teure Restaurants. Das Geld, was der Mann vor dem Treffen an irgendwelche andere Anbieter bezahlt hat, bedeutet gar nicht, dass die Frau wirklich ihn anders behandeln sollte als sonst. Besser wäre es, wenn er der Frau sagen würde, dass der Preis zu gering war für solche eine Kostbarkeit, die er erhalten hat. Ja, so zum Beispiel. Liebe Xenia, ich möchte gerne wissen, ist es unhöflich, einer Dame die eigene Wohnung anstatt eines Hotels anzubieten, wenn diese nach Deutschland kommt? Und in der Zeit selbst woanders schlafen. Ja,
Also wenn Sie Ihre Wohnung anbieten, also ich habe schon mehrmals empfohlen, dass das, wenn Sie die Dame nach Deutschland einladen, am besten sie geht ins Hotel. Wenn Sie aber möchten, dass sie in Ihrer Wohnung bleibt, dann entweder sie schlafen irgendwo anders, also bei den beiden Freunden, bei der Familie und der Frau ist die ganze Wohnung alleine überlassen. Oder das wäre möglich, wenn die Wohnung wirklich groß ist. Also wenn die Frau ganz genau weiß, sie bekommt ein extra Schlafzimmer, vielleicht auch extra Badezimmer. Bei manchen Kunden, ich hatte die Situation, er wohnt in einer Etage, aber in der anderen Etage hat er eine separate Wohnung. Also in diesem Fall ist es absolut unproblematisch und passend für die Frau. In seiner Wohnung, in seinem Haus schlafen zu bleiben. Aber wenn ihre Wohnung klein ist und sie möchten die Frau ihre Wohnung zur Verfügung stellen, dann entweder ja separates Schlafzimmer oder sie gehen irgendwo anders. Also vielen Dank für die Frage. Also die Frage finde ich total toll. Und das, wo die Frauen eigentlich wegen der Zeitzone eher aufstehen müssen, wenn dann am frühen Abend, wenn vermutlich Feierabend ist und nur wenn vorher abgesprochen. Auf jeden Fall, also diese Anrufe, das war bei dieser Umfrage, also am meisten, die Frauen haben sich am meisten beschwert, also diese Anrufkultur oder Videocall-Kultur. Geschweige dann kam, dass er nicht passend angekleidet war, dass er Unterhose getragen hat. Eine Dame hat sich beschwert, sie hat Videocall beantwortet. Und der Mann war eigentlich in einer fertige Position. Das heißt, er hat gezeigt, dass er fertig ist. Also er hat wahrscheinlich ein Videoanruf mit dem Videosex verwechselt. Also er hat gezeigt, wie hart sein Leben ist und wie schwierig es ist, sich auf ein normales Gespräch vorzubereiten. Also eigentlich, das geht natürlich gar nicht. Also ich sage nichts, ich bin nicht prüde, ich sage nichts wegen diesen Videosex. Das können Sie gern machen, aber das muss abgesprochen sein und die Frau muss Interesse daran haben. Und wenn die Frau davon ausgeht, sie hat einfach einen ganz normalen Videoanruf und dann macht die Kamera an und sieht seinen Allerwertesten, das ist nicht das, was die Frau sich gewünscht hat. Und stellen Sie vor, sie ist vielleicht mit ihrer Freundin oder mit ihrer Mutter oder mit ihrem Kind, weil sie nichts vermutet hat. Und dann sie sehen alle sowas. Das geht natürlich gar nicht. Also eigentlich, also es war nicht die öfteste Beschwerde, aber ziemlich hoch. Also eigentlich, dass manche Männer diese Videoanrufe als zu einem anderen Zweck versuchen zu verwenden, so ungefähr. Dabei ist es so viel selbstverständlich immer vorsichtig sein, meine Herren. Ja, das auf jeden Fall. Also wirklich aufpassen, aufpassen, was Sie tragen. Und also am besten wirklich aufpassen. Also jetzt ist es kalt, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber wenn es heiß war und dann ist der Mann plötzlich aufgestanden und dann trägt er Unterhose, obwohl eigentlich oben ganz, ganz, ganz normal war das. Also wirklich aufpassen, was passiert, was sie sagen, was sie tun. Also wirklich kontrollieren, was rumherum passiert. Dass man sowas überhaupt nach einigen Zeitgenossen sagen muss, spricht leider für sich. Aber das war nicht, also eigentlich, man. Also wie gesagt, also ich bin jetzt im Webinar und einer ruft mich mit dem Video an. Also das ist genau das, was ich meine. Also eigentlich, obwohl ich beschäftigt bin, ich bin nicht online, ich bin nicht über WhatsApp, aber er ist auf die Idee gekommen, mich anzurufen, um irgendwas zu fragen und das mit dem Video. Okay. Okay, was bei mir steht? Manche von den Männern, also manche von den Herren sind ziemlich ungeduldig. Das heißt, wir sagen auf Russisch bombardieren mit Nachrichten. Das sagt man auf Deutsch auch. Das heißt, also die Frau hat die vorige Nachricht noch nicht beantwortet, aber dann kommen noch 10 Nachrichten und jede Minute und keine Geduld. Und wenn die Frau nicht oft genug antworten, dann ist der Mann natürlich eingeschnappt, dann gefällt ihm das nicht, dann ist die Frau natürlich unseriös und so weiter und so fort.
wenn sie über sich Bescheid wissen. Und wir kennen uns selber ziemlich gut. Wenn sie wissen, dass sie ein Mann sind, der handelt, statt zu warten, gehen sie bitte davon aus, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Sie sind schnell und sie schicken viele Nachrichten. Aber die Frau muss nicht unbedingt in dem gleichen Tempo kommunizieren. Wenn sie so schnell mit den Fingern sind, 20 Nachrichten in einer Stunde zu senden, es könnte sein, dass die Frau nicht so geschickt ist. Haben Sie gesehen, wie oft die Frauen die Nachricht schreiben? Die machen das mit einem Finger. Also nicht alle schaffen das mit zwei Fingern. Also viele tippen wirklich mit einem Finger. Und wenn sie sich beschweren, dass sie so viel schreiben, dass sie so viel über sich erzählen, aber die Frauen melden sich ziemlich wenig oder seltener, vielleicht schreiben sie zu viel. Vielleicht ist das nicht ein Problem bei den Frauen, sondern vielleicht schreiben sie zu viel. Also eigentlich haben sie eine Nachricht geschickt, warten sie auf die Antwort. Haben sie eine Nachricht geschickt, warten sie auf die Antwort. Weil 20 Nachrichten jede 2 Minuten, das ist too much, auf jeden Fall. Also das war Punkt Nummer 5. Am Anfang ist ganz wichtig, mit bestimmten Fragen zu warten. Also nicht sofort mit allen Fragen zu schießen und nicht, dass die Frau sich wie in einem Polizeiverhör fühlt. Die Beispiele von solchen falschen Fragen am Anfang: Was verdienst du? Mit wem wohnst du? Hast du ein Auto? Weil das kommt alles in die Rechnung. Hast du was vom Geld oder bist du ein armes Mädchen? Hast du das Geld oder bist du ein armes Mädchen? Man will doch wissen, ob die Frau wirklich gleiche finanzielle Erwartungen hat, als sie der Dame anbieten können. Beobachten Sie, was die Frau erzählt, wo sie Urlaub gemacht hat, ob sie 5-Sterne-Hotels betont, ob sie Markenklamotten trägt oder was ganz Normales. Mit ein bisschen Geduld, mit ein bisschen Aufmerksamkeit können Sie viele Informationen ablesen, abscannen, ohne danach zu fragen. Oder wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, ob die Frau das Auto hat oder ob die Frau ein Auto fährt. Sie können erzählen, ja, okay, ich fahre ganz gern Auto. Magst du Autoreisen? Und dann sagt die Frau, ja, ich mag Autoreisen, ich kann ganz gut fahren und kein Mensch ist bei meinen Reisen verstorben. Also eigentlich sowas. Also sie kennen schon diese Regeln. Nicht einfach, hallo, wie geht's, zu fragen, sondern sie erzählen irgendwas über sich. Und dann stellen die Frage, wenn sie sagen, ich mag Autoreisen, ich verbringe ganz gern viel Zeit in einem Auto, für mich ist kein Problem, 10 Stunden im Auto zu sitzen, besonders in einer netten Begleitung, und dann fragen sie, magst du Autoreisen? Sie bekommen auch eine ausführliche Antwort. Wenn sie ihre Geschichte wirklich lebendig und menschlich erzählen, zum Beispiel Autoreisen, 10 Stunden mit einer netten Begleitung, sie bekommen sehr wahrscheinlich eine authentische Antwort zurück. Also nicht ja oder nein. Noch zu diesen Fragen, voreiligen Fragen, die am Anfang etwas falsch sind. Also die Frage ist, hast du vor, nach Deutschland zu ziehen? Oder bist du bereit, nach Deutschland auszuwandern? Und bist du bereit, zu mir nach Deutschland zu kommen? Diese Frage stellen oft die Männer am ersten, zweiten Tag, wo überhaupt keine Beziehung existiert, wo überhaupt kein Vertrauen aufgebaut ist, wo man noch nichts hat. Also wirklich, es ist noch nichts passiert, wie ich normalerweise sage. Es ist noch nichts passiert. Kein Treffen, kein Videodate, nichts ist stattgefunden. Und dann kommt die Frage, ziehst du zu mir nach Deutschland?
bist du bereit, nach Deutschland zu kommen? Von einer Seite, ich verstehe diejenigen, die das fragen, weil es könnte sein, dass die Frau überhaupt nicht nach Deutschland möchte oder das Land für sie ausgeschlossen ist und so weiter und so fort. Man will sich Zeit sparen. Aber stelle sich vor, wie eine Frau sich dabei fühlt. Sie kommuniziert mit einem Mann oder anders gesagt, sie hat erst angefangen, mit dem Mann irgendwas schriftlich zu besprechen. Sie kennen diesen Menschen nicht. Sie hat wirklich keine Ahnung, was er ist, außer kleinen Profil hat sie von ihm nichts. Und dann, bist du bereit, nach Deutschland zu kommen? Ja, bin ich. Ja, also zu wem? Und wie? Unter welchen Umständen? Und was passiert? Also eigentlich, wenn die Frau eine so direkte Frage bekommt, bei uns Frauen, das ist oft so, wir versuchen die Frau, die Fragen ehrlich zu beantworten. Und die Frage, bist du bereit, nach Deutschland zu kommen oder kommst du zu mir nach Deutschland, ist schwierig zu beantworten, weil die richtige Antwort ist, nein, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Wir haben erst angefangen. Also, liebe Herren, ich verstehe, dass sie schon enttäuscht waren. Vielleicht haben sie mit jemandem schon kommuniziert und sie wollte zu ihm nach Deutschland nicht. Das kann ich voll und gut nachvollziehen. Aber so eine Frage am Anfang der Kommunikation irritiert. Und dann denkt die Frau, dass sie ein Träumer sind, dass sie zu viel und für die Zukunft geplant haben. So weit hat sie noch nicht gedacht. Und wie ich gesagt habe, das Problem bei den Frauen, wir sind zu gute Mädchen. Wenn wir eine Frage bekommen, wir versuchen die Frage auch ehrlich zu beantworten und die Frage am ersten Tag, bist du bereit, zu mir nach Deutschland zu kommen? Nein, ich bin nicht bereit, ich kenne dich gar nicht. Also das wird ehrliche Antwort und der Mann verliert wahrscheinlich Interesse, weil die Dame sagt, dass sie nicht bereit ist, aber die Antwort ist, sie ist noch nicht bereit, weil sie diesen Herrn nicht kennt. Ich gehe jetzt auf Ihre Kommentare zurück, weil ich sehe, dass Sie so aktiv schreiben. Das freut mich von einer Seite, aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwelche Kommentare verpasse. Wenn man mit der Dame ein gutes Verhältnis hat, gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo die Familie des Mannes vorgestellt werden sollte, damit die Frau eine Chance hat, sich ihr Bild machen zu können. Auf jeden Fall. Aber da, Sie müssen, damit Sie die Dame Ihre Familie vorstellen, oder anders gesagt, damit die Dame ihrer Familie vorgestellt wird, sie müssen, ich würde sagen, zu 60-70% sicher sein, dass es die richtige ist. Vielleicht also 70-80%, je nachdem, wie groß Vertrauen ihrer Familie ist, zu ihrer Familie ist, weil in dem Moment, wo sie die Frau ihrer Familie vorstellen, sie geht im Unterbewusstsein davon aus, dass sie schon ein bisschen wie eine Braut vorgestellt ist. Das heißt, wenn sie sich mit dieser Dame noch nichts vorstellen können, noch nicht vorstellen können, eine Familie zu gründen, dann warten sie am besten mit der Familienvorstellung. Ich hatte so viele Geschichten am Ende einer Beziehung, wenn alles schon vorbei ist, dann sagt die Dame, ja, wieso hat er kalte Füße bekommen? Ja, er hat mich doch zu seiner Familie vorgestellt, er hat mich doch seinen Freunden vorgestellt, ich kenne doch seine Eltern. Das heißt, für uns, für unsere Kultur, für unsere Mentalität, wenn die Frau Familie vorgestellt ist, das ist schon eine erweiterte Phase, das ist noch nicht für Beginner. Das ist eine erweiterte Phase und dann gehen wir davon aus, der Mann hat sich schon irgendwas vorgestellt und dann bin ich vielleicht so ein bisschen wie seine Braut. Also geben Sie nicht so viel Hoffnung, wenn Sie dafür nicht bereit sind. Was für ein Bild von deutschen Männern wirft derartiges Verhalten einiger Männer in den Augen russischen Frauen hervor? Gerd, danke für Ihre Frage. Ich finde es wirklich toll. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf mich. Ich finde es wirklich toll, dass ich so ein Network von Frauen aufgebaut habe, dass wir WhatsApp-Gruppen haben, dass wir eine Facebook-Gruppe mit etwa 4000 Damen haben. Ich finde es ganz toll, weil sobald einer sich beschwert, dass die Männer sich so und so benehmen, dass die Männer so und so tun, ich bin da oder mein Team ist da, wir können das ein bisschen
verbessern. Also wir können wirklich erklären, es ist nicht so schlimm, es gibt auch gute Männer. Nimm diesen einen nicht als Regel. Verstehen Sie, was ich meine? Oder andere Damen, die positive Erfahrungen mit den Männern haben, sagen, ja, also Männer, macht sich keine Sorge, nicht alle Männer sind so schlecht. Es gibt viele gute Männer und bleibt dran. Geh zu Xenia, geh zu Party. Bei Xenia sind Männer schon ausgebildet. Also ich habe wirklich guten Ruf, weil ich habe die Männer informiert und deswegen meine Kunden, die zu Webinaren kommen, die benehmen sich anders. Die machen diese Fettnäpfchen nicht, also die machen diese Fehler nicht. Und deswegen diese Frauenkommunikation, die ich über die Jahre aufgebaut habe, das ist wirklich ganz toll, weil ich kann angreifen und ich kann wirklich sagen, oder die anderen Frauen können zuhören, und Verständnis zeigen und Sympathie zeigen und eigentlich die Frauen beruhigen. Es ist echt schade, ich finde es echt schade, dass nicht alle Männer dabei sind, weil wir haben eine ganz tolle Gruppe für die Männer. Aber irgendwie ist es nicht so einfach, die Männer zu überzeugen, in eine Männergruppe zu kommen, obwohl bei unserer Männergruppe es ist die gleiche Regel. Also wenn einer mit einem Problem kommt, die anderen Männer finden die Lösung oder wenn ich Zeit habe, ich schreibe irgendwas. Das heißt, in diesen Gruppen Kommunikation kann man einige Probleme wirklich vermeiden, beseitigen und also eigentlich ist es nicht so schädlich. Also Männer, wenn Sie noch nicht bei unserer Telegram-Gruppe sind, kommen Sie bitte dazu. Solche Fragen haben mir eher die Frauen gestellt. Ja, Matthias, also ich habe nicht gesagt, dass die Frauen unschuldig sind. Aber solche Frauen bei den Frauen sind ein bisschen gerechtfertigt, weil die Frau, wenn sie entscheidet, mit diesem Mann zu bleiben oder mit diesem Mann zu kommunizieren, sie will wissen, hat er was oder ist er wirklich so ein Penner und schläft unter der Brücke. Das heißt, ja, sie will wissen. Heute, vor diesem Webinar hatte ich ein Webinar für die Frauen. Und eine Dame, also wirklich, also es passiert, eine Dame hat geschrieben, sie fühlt sich unwohl, wenn sie im Steckbrief des Mannes sieht, dass er ein Haus hat. Weil irgendwie sie will sich in erster Linie für seine Werte, für seinen Charakter interessieren und nicht, ob er ein Haus hat oder nicht. Ich habe gesagt, also liebe Frau, du musst froh sein. Ich habe für dich die große Arbeit geleistet. Du kannst mindestens wissen, dass der Mann ein Haus geschafft hat, dass er mindestens was hat. Also du kannst wirklich beruhigt sein, dass deine Zukunft gesichert ist. Also du bleibst nicht auf der Straße und also er hat was. Für die Frauen finanzielle Fragen sind ein bisschen gerechtfertigt, weil also wenn die Frauen solche Fragen an Männer stellen, weil damit eine ausländische Frau sich für einen Europäer entscheidet, also wenn eine Russin sich für einen deutschen Mann entscheidet, es muss bestimmte finanzielle Sicherheit da sein. Also eigentlich von Luft und Liebe können wir leider nicht existieren, besonders bei internationalen Ehen. Wir sollen wie mit den Fragen der Frauen umgehen. Wie viel verdienst du? Was für ein Auto hast du? Was verdienst du? Ich verdiene genug, um zwei Menschen zu ernähren. Meine Frau kann arbeiten, wenn sie möchte, muss aber nicht. Ich hoffe, sie schreiben. Ich kann das nochmal diktieren. Also wenn ich das wiederholen muss, ich kann das gern tun. Schreiben Sie es. Also ich verdiene genug für zwei. Meine Frau kann arbeiten, wenn sie möchte, muss aber nicht. Und was für ein Auto hast du? Sagen Sie, was für ein Auto haben Sie? Ja. Und dann entscheidet die Frau. Ich von meiner Seite, ich erkläre ständig, dass Deutschland ein bisschen anders, ein anderes Land ist und andere, beziehungsweise eine andere Mentalität. In Russland, du bist das wert, was für ein Auto du fährst. Das heißt, auch auf der Straße, je teurer das Auto ist, desto mehr Freiheit, desto mehr Respekt bekommst du auf der Straße. Deutschland ist natürlich anders. Also in Deutschland kauft man eher was ein normales Auto als
irgendwas Großes und Teures. Das versuche ich den Damen zu erklären. Aber wenn die Dame mit ihrem Volkswagen nicht zufrieden ist, dann suchen sie weiter eine Frau, die keine so großen Ansprüche hat. Also ganz einfach. Ich möchte ein Lob an Sie richten, Frau Droben, auch wenn für mich vieles selbstverständlich ist, mag Sie Ihren wieder zu lauschen und freue mich stets, mich mit Ihren Themen auseinanderzusetzen. Weil, ich kann erklären, warum, weil aus jedem Webinar, und das ist eigentlich mein Ziel und mein Anliegen, ich hoffe wirklich sehr, dass aus jedem Webinar jeder Zuhörer einen Gedanke mit nach Hause nimmt und dann analysiert, mache ich alles richtig oder mache ich einiges falsch? Und ich erzähle ständig was Neues, deswegen, also ich wiederhole mich teilweise, aber nicht oft und nicht immer. Ist es ein schlechtes Zeichen, wenn die Dame sehr schnell nach finanziellen Situationen des Mannes fragt? Oder ist das normal? Das wäre schlecht noch gut. Also wie gesagt, für die Frauen ist finanzielle Sicherheit wichtig, weil es geht wirklich um ihre Existenz in der Zukunft. Und wenn die Frau jung, hübsch oder nicht so jung, aber hübsch und populär ist und sie bekommt mehrere Nachrichten von verschiedenen Herren, es ist ein bisschen aussortieren, wer ist meiner Zeit wert und wer nicht. Und wenn die Frau sich ein Haus erträumt hat und sie haben kein Haus, dann passen sie eigentlich nicht in Beuteschema. Und das ist wirklich gut, wenn die Frau so schnell wie möglich weg ist. Also jeder sucht den Partner oder beziehungsweise die Partnerin, die man sich wünscht. Deswegen dieses Aussortieren, Phase Nummer 1, aussortieren, absolut normal, absolut legitim. Wenn ich feststelle, dass die Frau zu viel Geld benötigt, dann von mir aus Schluss machen. Armin, das ist je nachdem, was für Sie zu viel ist. Natürlich, das ist sehr subjektiv. Also wenn Sie merken, dass bei der Frau in erster Linie das finanzielle Interesse steht, im Vordergrund steht, dann ist es absolut legitim, Schluss zu machen. Ich habe gestern einen Anruf erhalten, ich weiß nicht, ob der Mann mein Kunde wird, und seine Frage war, ist es normal, ein Deposit im Falle der Hochzeit zu legen, zur Seite zu legen? Was? Habe wirklich noch nie sowas gehört. Also er kommuniziert mit einer Frau, die haben sich schon gesehen. Also natürlich, das ist schon eine existierende Beziehung. Und es ist ständige finanzielle Unterstützung. Und er sagt, jeden Monat steigt der Preis. Also eigentlich jeden Monat gibt er mehr und mehr und mehr. Das Letzte, was ich von ihm gewünscht hat, im Falle der Hochzeit bekommen Sie 25.000 Euro Deposit, damit, wenn man sich scheiden lässt, die Frau kriegt was und hat ihre Zeit nicht umsonst verloren. So ungefähr. Ich habe gesagt, also ich, ehrlich gesagt, ich höre sowas zum ersten Mal. Und wenn ich ein Mann gewesen wäre, ich hätte gesagt, also meine Liebe, vielen Dank für deine Zeit, such weiter. Also eigentlich dieses finanzielle Verlangen und Bereitschaft, finanziell die Frau zu unterstützen, Geschenke und so weiter, also was auch immer, das entscheidet jeder für sich. Also in dem Moment, wo sie fühlen, das ist zu viel, sie können zuerst versuchen, die Dame zu bremsen, wirklich sagen, also meine Liebe, ich mag dich, aber das ist für mich schon zu viel, und dann sehen sie die Reaktion. Und je nachdem, was weiter passiert, entscheiden sie, ob sie mit der Frau weiterbleiben oder nicht. Zum Thema Auto gibt es im Moment die beste Ausrede, ich arbeite im Homeoffice, Freunde und Familie sind in der Nähe, wofür im Moment überhaupt. Super, super. Aber wie gesagt, in Russland, in der Ukraine, das Auto ist ein bisschen Maß zu verstehen, wie der Mensch finanziell steht, weil je besser du verdienst in Russland, in der Ukraine, je teureres Auto du kaufst. Also eigentlich, das ist wirklich Mentalität im Unterschied zu den Deutschen, die Mentalität, wo man das Finanzielle gern zeigt.
Also die Deutschen versuchen zu sparen für die Zukunft, für alt werden oder für den besseren Urlaub. Die Russen prahlen mit dem Geld und das in erster Linie machen das die Männer natürlich mit dem Auto, weil ja, es ist was Besonderes, wirklich in großem Jeep durch die Straßen zu flitzen und die Frauen damit zu begeistern. Meine Reisen sind so lang, dass sie zum Autofahren zu weit sind. Ich habe nicht verstanden. Meine Reisen sind so lang, dass sie zum Autofahren zu weit sind. Ich habe das. Sorry. Mein 5 Monate altes Smartphone ist letztens hingefallen mit schönen Kratzern, möchte es nicht wegschmeißen, aber neues Display ist fast genauso teuer. Was sage ich den Frauen? Keine Ahnung. Also, ja, keine Ahnung. Also wenn das genauso teuer ist, dann ein neues Handy kaufen, das ist nicht die Welt. Aber das ist nicht immer so, dass in Russland alle Frauen so kaufmännisch sind, dass sie einen Mann nach seinem Auto beurteilen. Viel wichtiger sind seine Eigenschaften, ob man zueinander passt und so weiter. Ich habe nicht gesagt, dass alle Frauen, ich habe gesagt, wenn die Frau danach fragt, dann ist für sie das Auto wert. Dann beurteilt die Männer oder schätzt die Männer ein. Je nachdem, was für ein Auto er fährt. Einfach umsonst stellt man diese Frage nicht. Die Frau, die finanziell nicht interessiert ist, der ist ganz egal, was für ein Auto er fährt. Oder sie fragen das aber vielleicht eher aus Neugierde und zu sagen, ja, ich habe auch Volkswagen. Wir sind ein Volkswagen-Team. Eine Frau sagte, wir benötigen zu zweit 15.000 Euro pro Monat. Amen. Ich habe an dieser Stelle, haben sie, ich hoffe wirklich sehr, dass sie an dieser Stelle Tschüss gesagt haben. Also das ist wirklich genau der Grund für einen höflichen oder vielleicht auch nicht so höflichen Abschied. Also ich hoffe sehr, dass sie Nein gesagt haben. Da bin ich raus ohne Auto. Nee, also Matthias hat die Ausrede vorgeschlagen, zu sagen, ich arbeite in Homeoffice, ich brauche kein Auto. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Also Sie können ganz gern sich amüsieren, also Sie können sich austoben im Chat. Also ich mag eure Kommentare, vielen Dank. Je aktiver Sie schreiben, desto mehr Spaß haben wir alle. Ich meine, meine Reisen sind so lang, dass man Ehepflicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Entschuldigung, ich war heute zuerst 5 Stunden bei einer Konferenz für amerikanische Partnervermittlung, das heißt 5 Stunden Englisch. Dann hatte ich Webinar auf Russisch 1,5 Stunden und jetzt Deutsch. Also ich spreche heute alle Fragen, alle Sprachen der Welt. Tut mir leid, wenn ich was nicht verstehe. Tut mir sehr leid. Okay, also Video, Bilder. Was machen die Männer noch falsch? Manche Männer verstehen nicht den Unterschied. Wir kommunizieren erst an oder sie ist meine Ehefrau. Also ich wiederhole nochmal, der Gedanke ist ziemlich kompliziert. Die Männer verstehen, also wir sprechen immer noch über Anfang einer Beziehung, die Männer verstehen diese Differenzen nicht. Wir sind erst am Anfang und wir sind noch nichts zueinander oder füreinander. Sie ist meine Ehefrau. Das heißt, man erzählt über irgendwelche Probleme, man erzählt über die Probleme mit der Ex, man erzählt, die Kinder sind ständig da und eine Frau hat eine ganz traurige Geschichte erzählt. Sie hatte Videoanruf mit einem Herrn und seine Tochter, 3 oder 4 Jahre alt, war dabei und sie hat den Vater bespuckt. Sie hat so Bildschirmbespuck, das heißt, sie hat auch sie hat die Frau bespuckt. Stellen Sie sich vor, du sitzt wirklich ganz romantisch in Erwartung, ein Gespräch mit dem Mann zu haben, und dann kommt sein Kind und spuckt auf Bildschirm. Das heißt, also, wahrscheinlich muss ein extra Webinar sein zum Thema Videoanrufkultur. Bitte passen Sie auf, wenn Sie mit einer Frau am Anfang, also immer am Anfang, wenn Sie mit einer Frau über das Video kommunizieren, dass eventuell Ihre Kinder nicht dabei sind. Noch ein großes Problem sind die Exen, also Ex-Partnerinnen bei den Männern. Also die Ex-Partner sind das große Problem bei allen.
Aber bei den Männern, also es war wirklich eine der oft wiederholten Beschwerden. Manche Herren verstehen nicht, dass ohne das Problem mit Ex-Partnerin zu lösen, finden sie keine richtige, keine Frau. Am Anfang, wo wir mit unseren Gefühlen noch nicht tief sind, wo wir noch nicht so mit unseren Gefühlen involviert sind, wir versuchen, künftige Probleme zu vermeiden. Das heißt, wenn die Frau wenn die Frau anfängt, mit einem Mann zu schreiben, und dann merkt sie von Telefonaten oder von Kommunikation, dass er eine sehr problematische Ex-Partnerin hat oder zum Beispiel er hat das Kind mit einer sehr problematischen Ex-Partnerin. Solange die Frau nicht verliebt ist, wird sie versuchen, sich von diesem Herrn zu distanzieren, damit sein Problem mit seiner Ex nicht zu Problem der Frau wird. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, wahrscheinlich habe ich das zu kompliziert formuliert, aber am Anfang, wo die Gefühle noch nicht so stark sind, versuchen wir, die Probleme zu vermeiden oder anders gesagt, wir versuchen, die potenziellen Kandidaten mit Problemen auszusortieren. Deswegen, große Bitte, wenn Sie mit Ihrer Ex-Partnerin das Umgang irgendwie nicht geregelt haben, am besten warten Sie ab, bis es soweit ist. Weil sonst zum Beispiel die Dame mit diesem Kind, mit diesem spuckenden Kind, sie hat erzählt, sie war bei diesem Mann 21 Tage, sie hat ihn für 21 Tage besucht, 14 Tage war Quarantäne, ich denke, das war Italien. Und die ganze Zeit hat er nicht mit der Besucherin verbracht, sondern es waren irgendwelche dreistündige Anrufe mit der Ex. Und dann das Kind war ständig zu Hause. Also eigentlich, die Dame hat keinen romantischen Besuch bekommen, sondern sie kam zu Besuch und in dieser 14 Tage Quarantäne war sie nur in der Mitte von diesem Konflikt mit dem Ex und mit dem Kind. Also eigentlich versuchen sie so weit wie möglich zuerst ihr Leben jetzt zu säubern und erst dann die neue Partnerin zu suchen. Und nicht, dass die neue Partnerin mit ihren alten Problemen konfrontiert wird. Also das ist Empfehlung, natürlich sehr sauber ist es nicht möglich. Wir haben alle unsere Vergangenheit. Aber also meine Empfehlung, also die Dame hat sogar gesagt, also sie hat 21 Tage in der Mitte des Krieges verbracht. Also Krieg mit der Ex. Also zuerst schaffen sie Frieden und erst dann laden sie die Frauen ein. Es war Beschwerde wegen Sprachkommunikation. Also wir wissen leider, Sie wissen, die Damen wissen, wir sind leider in dem Zustand, wo nicht alle Frauen genug gut Englisch oder Deutsch sprechen. Von einer Seite natürlich sind die Frauen selber daran schuld. Sie müssen, also wenn sie sich bei einer internationalen Partnervermittlung anmelden, sie müssen sich anstrengen, Englisch oder Deutsch zu lernen, also auf jeden Fall zu tun. Leider gibt es solche Damen, die seit Ewigkeit in der Kartei sitzen. Keine Karteileichen, aber wahrscheinlich, ja, wir sterben alle zusammen, ich und die Damen. Sie sitzen in der Kartei oder hängen in der Kartei und die Sprachkenntnisse verbessern sich nicht. Aber trotzdem, wenn die Frau ihn auf Russisch schreibt oder sie explizit darüber bittet, nicht auf Englisch und nicht auf Deutsch zu schreiben, gehen Sie zu Google Translate. Google Translate ist so cool, ist so tolles Programm. Und wenn Sie vorsichtig schreiben, es wird wirklich sehr authentisch übersetzt. Also wenn Ihre Dame so faul ist und kann selber Google Translate nicht verwenden, machen Sie es. Sie sind doch die Männer und die Männer sollten normalerweise technisch begabter sein. Anruf. Einer der Fehler dieses Formales, hallo, wie geht's? Als erste Nachricht. Also wenn... Merken Sie bitte den Namen. Hallo Marina,
Ich habe deine Nummer von, ich weiß nicht, von Xenia, von irgendwo anders bekommen. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Ich bin Jörg, ich bin dies und ich bin das. Also erzählen ein bisschen über sich. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Also irgendwas und nicht, hallo, wie geht's? Oder hi. Hi ist das Schlimmste. Oder what's up? Also eigentlich noch, ich wiederhole es nochmal, weil die Menschen rotieren sich im Webinar. Bevor sie die Frage stellen, wie geht's dir, sie müssen zuerst erzählen, wie es ihnen geht und erst dann können sie fragen, wie der Frau geht. Es gibt Umfragen und die Männer fühlen nichts Schlimmes in der Frage, wie geht's dir? Aber bei der Frauen, das ist wirklich da. Es ist einer von den Triggers. Die Frauen möchten zuerst eine Geschichte bekommen und erst dann die Frage, wie geht's dir? Einer der Fehler, wir treffen uns, also wir sind immer noch bei dem Anfang, wir treffen uns in einem Jahr, wenn ich mal Urlaub habe. Wenn Sie sowas sagen, ein Jahr mit Ihnen zu schreiben, wird keine Frau. Glauben Sie mir. Also meine Empfehlung, also diejenigen, die persönliche Beratungen mit mir hatten oder meine Webinare sich ab und zu anschauen, sie wissen, was ich empfehle. So schnell wie möglich ein reales Treffen, weil nur Schreiben bringt nichts. Sie müssen wirklich aus eigener Haut rausspringen und mit sich selber kämpfen und ein reales Kennenlernen so schnell wie möglich ermöglichen. Also natürlich die Fragen, gefällt dir Sex und deine sexuellen Vorlieben und welche Unterwäsche trägst du? Also sie wissen Bescheid am Anfang, fragen sie es nicht. Solche Fragen gehören zu einer Beziehung, wo beide schon dabei sind und am Anfang alle sexuelle Anspielungen gehen gar nicht. Also besonders bei den russischen und ukrainischen Frauen, wir sind ziemlich vorsichtig bei diesen sexuellen Smalltalks. Also eigentlich passen sie auf. Deutschland ist etwas anders in dieser sexuellen Erziehung. Wir sind ja ziemlich zurückhaltend. Und noch eine Empfehlung zu Anfang der Kommunikation. Bitte, wenn Sie eine Frau über mich kennengelernt haben, ohne Steckbrief kommt das nicht vor. Das heißt, ob Sie Anfrage machen oder ob es eine Online-Party ist, Sie bekommen immer Links zu den Steckbriefen oder ID der Name. Deswegen, wenn Sie angeblich Interesse an der Dame haben und Sie haben einen Steckbrief bekommen und dann kommt die Frage, wie ist deine Größe, wie ist dein Gewicht, das ist Mangel an Respekt. Informieren Sie sich. Sie müssen nicht sofort, also wirklich umgehend den Namen anschreiben. Verbringen Sie ein paar Minuten Zeit auf der Webseite, lesen Sie Steckbrief, schauen Sie auf Größe und Gewicht und erst dann schreiben Sie die Frau an. Also ein bisschen informieren gehört dazu. Ich lese jetzt eure Kommentare und dann gehen wir zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Wir gehen zum höflich beenden. Also Armin hat schon gefragt, also höflich beenden. Eine Sekunde. Okay, das an Armin ist doch prima, wenn die Frau 10.000 Euro monatlich von den 15.000 Euro monatlich besteuert Glücksspiel. Ja, also wenn die Frau diese 10.000 selber und Fritz hat geschrieben 15.000 Rubel, auch gut, ja, Grievner. Ist es kulturell gesehen ungewöhnlich für die Damen, wenn der Mann den Haushalt übernimmt? Beziehungsweise spricht es für den Mann, wenn er den Haushalt alleine gut im Griff hat? Oder wäre das schlecht? Was ich den Frauen sage, also sie können das wirklich ganz gut anwenden, verwenden oder kopieren, copy-paste. Ich sage also, wenn die Frauen sagen, ja, Xenia, suchen die Männer bei dir nur Haushälterinnen? Also wirklich bereit für den Krieg. Ich sage, schau meine Kunden an. Die sind gepflegt.
die sind gut angekleidet, manche mit ein bisschen, ja, mit gemütlichem Übergewicht. Das bedeutet, irgendwie haben sie es geschafft, zu Hause im Griff zu halten. Irgendjemand wäscht, irgendjemand putzt, irgendjemand füttert, also guck seinen Bauch an. Also irgendjemand sorgt dafür, dass der Mann wirklich so gemütlich und so gepflegt zu einem Date kommt. Entweder tut er das selber oder er hat es an jemanden delegiert. Und wenn er das schon alleine auf die Reihe gekriegt hat, er braucht keine Frau dafür, dass sie das beisteuert oder bei ihm übernimmt. Er hat es allein schon vor dir geschafft und er sucht eine Ehefrau nicht, damit ihr Haushalt weg von seinen Schultern kriegt. Eine Haushälterin ist auf jeden Fall viel billiger als eine Frau vom Ausland. Ist es übergriffig, nach den Problemen der Dame zu fragen? Für mich ist es Interesse. Bei manchen Damen kommt es schlecht an. Je nachdem, um welche Probleme es geht, natürlich. Und je nachdem, in welche Phase Kommunikation sind sie. Weil, wenn sie besser ist, wenn sie das Gefühl haben, die Frau steckt in irgendwelchen Problemen, Schwierigkeiten, einfach fragen, kann ich dir dabei helfen? Oder was kann ich für dich tun? Brauchst du irgendwelche Unterstützung, brauchst du irgendwelche Support? Also eigentlich am besten nicht, welche Probleme hast du, sondern wenn sie merken, dann fragen, kann ich dir dabei behilflich sein? Also wirklich die Hilfe anbieten. Das hatten wir, das Thema hatten wir schon mehrmals. Ich würde mir mehr Angebote für solche Damen wünschen, wenn sie wirklich im Ausland einen Mann kennenlernen wollen. Ich denke, das war wahrscheinlich für die Damen, die 10.000 verdienen sollten. Welche Anzahl an Tagen würden Sie empfehlen, um mit der Dame gleichzeitig eine ausreichende schöne Zeit zu haben und um sich genug kennenzulernen, ohne dass es zu viel oder zu wenig wird? Ich würde empfehlen für den Anfang ein verlängertes Wochenende. Wenn es gut war, vielleicht noch ein verlängertes Wochenende oder vielleicht eine Woche. Und dann je nachdem, weil manche haben mehr Zeit, manche haben weniger Zeit. Aber auf jeden Fall, um irgendwas über die Person zu verstehen, müssen Sie einige Tage zusammen zu verbringen und vielleicht also mal in einem schönen Urlaub und mal vielleicht als ganz normal, dass die Dame zu Ihnen kommt und sieht, wie Alltag ist. Der Unterricht mit Englisch soll teilweise nicht so gut sein, versucht den Damen vielleicht doch noch ergänzend was anzubieten. Das habe ich schon wieder nicht verstanden. Also irgendwie habe ich das Problem mit dem Deutschen heute, sorry. Warum muss nur die Frau die Sprache des Mannes lernen? Wenn der Mann eine russische Frau heiraten möchte, müsste auch er Russisch lernen, um sich auch mit der Familie der Frau zu verständigen. Das ist okay, aber von der anderen Seite, die Frau kommt doch zu ihm. Also bei diesen Bekanntschaften gehen wir davon aus, dass die Frau zu dem Mann zieht. Das heißt, in erster Linie braucht die Frau die Sprache, um sich integrieren zu können. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn der Mann die Sprache der Frau lernt, Russisch oder Ukrainisch, was auch immer. Aber das ist kein Muss, das ist sein Willen. Und aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, aus meiner Sicht, es wäre besser, wenn er sich wirklich darauf konzentriert, das Finanzielle für die Familie aufzubauen, als ob er Russisch lernt. Obwohl, das kommt bei den Frauen wirklich gut an, wenn der Mann irgendwas auf Russisch sagen bzw. verstehen kann. Was waren die weitesten Distanzen, die Sie vermittelt hatten? Ist es ja auch beim täglichen Schreiben oder Telefonieren wegen der Zeitzone ein Unterschied, ob Ukraine oder Sibirien? Also die weiteste war, also ich habe ein paar Damen in Amerika, die haben kommuniziert, ist leider daraus nichts geworden. Aber nicht wegen Distanz. Und ich habe eine Frau aus Vladivostok vermittelt. Also es war schwierig, weil genau dieses Reisen. Aber ist es möglich? Also wenn die Menschen einander mögen, da sucht man eine Lösung für das Problem. Okay, wir gehen jetzt zum Teil 2 in der Zeit. Ich erlaube mir, ein bisschen die Werbung für unsere weitere Veranstaltung anzuschalten. Also Werbung ist Werbung. Also die Werbung ist bei uns kostenlos. Also Ende
Okay, es hat nicht funktioniert. Die Dame hat sich komisch benommen. Die Dame hat Geld verlangt, so, oder die Dame wollte 10.000 Euro nicht verdienen. Auf jeden Fall, sie verstehen, es funktioniert nicht und sie möchten es nicht mehr. Wenn das an Anfang der Beziehung ist, vielleicht ein paar Tage geschrieben, dann müssen sie sich nicht entschuldigen. Dann ist es okay, wenn sie einfach verschwinden, weil eine richtige Beziehung existiert in diesem Moment noch nicht. Aber wenn Sie mit der Frau schon intensiv irgendwas abgesprochen haben oder wenn Sie die Frau schon getroffen haben oder wenn Sie mit Frau in einer Beziehung waren, dann ist es wirklich schlecht, das ist unfair und das ist feige, ohne Abschied zu verschwinden. Je nachdem, wie intensiv und je nachdem, wie intim und je nachdem, wie tief ihre Beziehung war. Sie können vielleicht erklären, was der Grund für ihre Entscheidung ist, war, wenn sie es möchten, wenn die Frau wirklich was Schlimmes gemacht hat. Das Problem ist, wenn sie ihre Entscheidung begründen, dann kann Diskussion anfangen, ja, ich kann mich ändern, also ich mache sowas nicht mehr und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sie in ihrem Abschiedsbrief die Gründe aufzählen möchten, seien Sie bitte vorsichtig und sagen Sie nicht, wo Antwort kommen könnte, ich kann mich ändern. Weil wenn Sie sich entschieden haben, aber die Frau versucht oder der Partner, also genau solchen Ratschlag würde ich auch an die Damen geben. Wenn eine sich fest entschieden hat, es geht nicht weiter, ich möchte nicht in diese Beziehung sein, und der zweite versucht, den ersten zu überreden, das ist eine super peinliche Situation. Weil wenn du dich entschieden hast, dann hast du dich entschieden. Dann steht fest. Und wenn jemand klammert und dann versucht und irgendwas versucht, dich zu überreden, aber du weißt Bescheid, es ändert sich nichts, das ist noch peinlicher als Abschied von sich allein. Deswegen versuchen Sie bitte Abschiednachricht so neutral wie möglich zu formulieren, außer dass die Dame wirklich was Schlimmes ge ge getan hat und das hat sie irgendwie absolut abgeschreckt. Aber es gibt ein paar Beschwerden von den Frauen. Also Abschied, dass der Mann ohne Erklärung verschwunden ist, also nach einer Beziehung, nach einer längeren Kommunikation, das geht gar nicht. Also irgendwelche Erklärung müssen sie geben oder also neutrale Erklärung. Was die Damen nicht verstehen, diese hin und her. Zuerst ist er verschwunden, dann kommt er wieder, dann ist er wieder verschwunden, dann kommt er wieder, dann ist er, also eigentlich das nervt. Also entweder verschwinden sie oder bleiben sie bei der Frau, aber dieses Hin und Her bringt normalerweise nichts. Wenn sie eine längere Beziehung haben, dann auf jeden Fall versuchen, das Freundschaftliche zu beenden. Okay, es hat nicht funktioniert, aber auf jeden Fall, sie hatten doch schöne Zeit mit dieser Frau. Ich hatte die Situation, das ist wirklich das erste Mal in meinen 23 Jahren. Nach einer Party hat der Mann eine Absage geschrieben. Also eine Dame auf der Party hat ihm nicht so gut gefallen und dann hat er eine Absage geschrieben und dann hat er gesagt, ja, du bist die Freundin mit einer anderen Frau, kannst du ihr diese Absage auch weiterleiten? Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie, also irgendwie ganz lustig. Das heißt, dich abgesagt, aber du musst meine Absage auch an eine andere Frau weiterleiten. So ungefähr. Also du musst für mich dienen. Also machen Sie das am besten nicht. Wenn Sie die Frauen absagen möchten, machen Sie das bitte persönlich an jede Frau einzeln und nicht gruppenweise. Absage in der Form, also No-Go, Absage in der Form, also nach der Party, das ist nach der Party passiert. Danke, aber auf der Party waren interessantere Frauen. Sie verstehen wahrscheinlich, warum das gar nicht geht. Oder die andere Party war interessanter. Das ist die gleiche Geschichte.
ist okay zu sagen, vielen Dank für dein Interesse, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir zusammenpassen. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute und ich bin mir sicher, dass so eine tolle Frau den richtigen Mann findet. Es ist okay. Also wenn sie es brauchen, ich kann das nochmal wiederholen. Aber zu sagen, auf der Party waren interessantere Kandidatinnen oder die andere Frau, andere Party war interessanter, das ist schon Beleidigung. Also Absage muss neutral sein und nicht beleidigend. Und noch eine Dame hat geschrieben, ich habe wirklich so gelacht, es ging um die Love-App. Also ich habe, also sie hat wirklich mit der Zeit geschrieben. Sie hat gesagt, Xenia, du hast um 3 Uhr, um 15 Uhr einen Mann zur Love-App hinzugefügt. Ich habe den Mann um 3 Uhr eine Minute angeschrieben. Um 3 Uhr 2 Minuten hat er geantwortet, er steht schon in Beziehung mit einer anderen Frau. Also um 3 Uhr habe ich den Mann gepostet. Um 3 Uhr 1 Minute hat die Dame ihn angeschrieben. Um 3 Uhr 2 Minuten hat die Dame Absage bekommen, der Mann sei angeblich in Beziehung mit einer anderen Frau. Also liebe Herren, wenn Sie an der Party teilnehmen, Online-Party oder Love-App, also eigentlich diese Formate, wo viele Männer und viele Frauen teilnehmen, bitte verwenden Sie nicht die Begründung für die Absage, ich bin in Beziehung mit jemandem anderen, weil das wird schlecht Licht auf mich. Das bedeutet, ich arbeite oder ich vermittle die Männer, die schon vermittelt sind. Eine höfliche Absage muss neutral sein, aber am besten nicht mit der Begründung, ich kommuniziere schon mit jemandem oder ich habe mich in jemand anderen schon verliebt. Weil die logische Frage ist, wenn du dich schon verliebt hast, was machst du bei der Online-Party oder was machst du bei Love-App? Wieso hast du dich für das angemeldet, wenn du mit jemandem schon eine Beziehung hast? Also bitte, bitte die keine Absage in der Form, dass sie sich schon verliebt haben, weil so, wenn sie sich verliebt haben, dann müssen sie an weiteren Formaten nicht teilnehmen. Okay, ich gehe jetzt zu Fragen. Also ich bin an dieser Stelle bin ich fertig mit meinen Notizen. Weitere Distanzen. Das Auto ist heutzutage ein Statussymbol, etwas abgeschmackt. Man kann fast sagen, je lächerlicher der Typ, desto protziger das Auto. In Deutschland, aber nicht in Russland. Also, und die Damen können Deutschland nur davon verurteilen, was sie in Russland kennen. Das heißt, um sich, um Mentalität umzuschalten, umzuzwitschen, man braucht wirklich Zeit. Das ist wirklich ein langer Prozess. Deswegen kann die Dame kann nur das beurteilen, was sie aus ihrem Land kennt. Und genau so diese ja, Maßstabe oder diese Messer, sie bringt auch nach Deutschland. Ich finde es sehr stark, wenn die Frau sich entscheidet, Deutsch zu lernen, da gebe ich ihm gewissermaßen recht. Glaube aber, dass die Frau zu es auch schön mein Interesse genauso an ihrer Kultur zeigt. Deutsch ist schwierig für viele Menschen, obwohl ich mag Deutsch und für mich Deutsch ist viel einfacher als Englisch. Die meisten Frauen bevorzugen zuerst Englisch zu lernen, weil nicht viele sind nur auf Deutschland fixiert. Die meisten Frauen sind wirklich offen zu anderen Ländern. Deswegen normalerweise lernen die Frauen zuerst Englisch und erst dann Deutsch. Aber ich habe schon die Statistik von Russland letztes Mal erzählt. Also eigentlich, ich war positiv überrascht bei der letzten Party in St. Petersburg, dass die Frauen ziemlich gut Fremdsprachen beherrschen. Also es war nicht katastrophal. Ich finde es nicht in Ordnung, einfach zu verschwinden. Der andere weiß gar nicht, was Sache ist. Wenigstens eine kurze Info wäre besser. Wäre fair. Also ich überlege mir, dass man vielleicht an alle Männer und Frauen eine
ein Beispiel von einer Absage verschickt, damit man das wirklich kopieren und weiterleiten kann. Natürlich, es wird die gleiche Absage sein, aber auf jeden Fall, man schickt irgendwas, nicht Bescheid zu sagen, das ist feige. Also eigentlich, ja, ehrliche Absage ist auf jeden Fall besser als Schweigen. Okay, hat jemand noch Fragen? Also ich erzähle wirklich ganz kurz, also solange Sie noch mit den Fragen beschäftigen. Morgen um 19 Uhr. Morgen um 19 Uhr treffen wir zum runden Tisch. Für diejenigen, die nicht wissen, runder Tisch, das ist unser Format, wo Männer und Frauen in Zoom treffen. Link habe ich verschickt. Also wenn Sie Link zu runden Tisch nicht gekriegt haben, sagen Sie mir Bescheid, ich schicke es nochmal. Wir treffen uns in Zoom, wenn Sie möchten. Sie können ganz gerne Kamera anmachen und aktiv teilnehmen. Wenn Sie es nicht möchten, Sie können ganz gern zuhören. Bei dem runden Tisch geht es in erster Linie darum, dass Männer und Frauen die Frage besprechen. Zum Beispiel, wie wichtig ist das Auto für dich? Also als Statussymbol. Also wirklich ganz interessant. Oder ist es normal, von dem Mann zu erwarten, dass man 15.000 Euro für die beiden als Budget braucht? Also eigentlich mit einigen von den heutigen Fragen, obwohl ich die Fragen beantwortet habe, Sie können ganz gern morgen zu den Damen kommen und diese Fragen an die Damen stellen. Runder Tisch funktioniert in der Form. Wir sind alle in Zoom. Ich werde nur mich aufnehmen, also ihre Gesichter sieht man nicht. Also das, was auf dem Bildschirm passiert, das sehe nur ich und die Teilnehmer. Ich nehme nur mit dem Handy mich, ich nehme auf, aufnehmen. Ich nehme mich auf und die Männer stellen die Frage, wenn ich die Frage interessant finde. Ich übersetze das an die Damen und die Damen beantworten die Frage. Ich übersetze alles Russisch-Deutsch. Wenn die Damen dann sind die Damen an der Reihe, dann kommt eine Frage von den Damen. Ich übersetze die Frage an die Herren und ich übersetze auch die Antworten. Also ich werde alles beide Seiten übersetzen. Es geht wirklich bei diesem Format mehr um Mann-Frau-Verständigung und Verständnis. In Zoom, wenn Sie das noch nicht kennen, es gibt auch Chat. Sie können, wenn Sie eine Frau interessant finden, Sie können in Chat Kontaktdaten austauschen. Ich sage nichts. Das dauert ungefähr 19 Minuten, also 1 Stunde 30 Minuten. Und das ist immer wirklich sehr interessant und sehr belehrend und wirklich, wie kann ich sagen, sehr gemütlich. Und am Sonntag, wir treffen uns um 11 Uhr auf Facebook. Ich werde die Damen zu Interview einladen. Interview, das sind 15 Minuten, wo ich mit einer Frau über alles Mögliche rede. Sie können ganz gern dabei sein und die Fragen stellen. Also das wäre noch interessanter, wenn die Fragen nicht nur von mir kämen, sondern auch von Ihnen. Das heißt, es ist wirklich absolut interaktiv. Und falls Sie die Interviewdame interessant finden, Sie können ganz gern die Dame auch kennenlernen. Also eigentlich, ich mag alle Formate, die damit verbunden sind, dass die Menschen reden, dass irgendwas passiert, dass inhaltlich irgendwas passiert und dass es nicht langweilig wird. Also herzlich willkommen um 11 Uhr auf Facebook. Ich schicke nochmal Newsletter. Ich diskutiere noch mit den Damen, wie er dann zu Interview kommt, weil ich möchte ganz gern die Damen einladen, die Deutsch oder Englisch sprechen, dann ist es für mich einfacher. Dann muss ich nicht alles übersetzen. Also wir treffen uns dann morgen um 7 in Zoom. Wenn Sie den Link nicht bekommen haben, sagen Sie mir Bescheid. Und um 11 Uhr am Sonntag sehen wir uns auf Facebook bei mir. Sie können mich ganz einfach finden, Xenia Droben. Und was wichtig, am 11. Dezember ist die Online-Party. Also wenn Sie die Informationen zur Online-Party nicht finden können, sagen Sie mir Bescheid. Ich schicke Ihnen den Link mit der Erklärung. Und sonst treffen wir uns nächsten Donnerstag. Das Thema kenne ich noch nicht. Also Sie können wirklich ganz gern was vorschlagen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Sie heute von diesem Webinar mit einem Gedanken kommen und Sie werden sich überlegen, ob das richtig oder falsch war, dass Sie irgendwas
Neues erfahren haben bei diesem Webinar. Und wie gesagt, nächsten Donnerstag treffen wir uns wieder, falls Sie irgendwelche Vorschläge zum Thema haben. Ich bin sehr dankbar. Für mich ist es immer schwierig, das Thema zu finden. Und das Wichtigste, bevor Sie jetzt Webinar verlassen, ich habe ein Like verdient. Ich habe es verdient. Ich war heute ein gutes Mädchen. Also bitte ein Like, damit ich weiß, ich war ein gutes Mädchen und es hat Ihnen Spaß gemacht. Sonst wünsche ich allen schönen Abend, falls Sie morgen nicht dabei sein können. Sie können das später das Video sich anschauen. Ich werde das Video auch nach dem Rundentisch auf YouTube veröffentlichen. Und ich hoffe wirklich sehr, Ihnen gefällt Wahnsinn, was rumherum passiert. Und ich hoffe, Sie haben Spaß dabei. Schönen Abend und schönes Wochenende an alle. Danke. Danke, tschüss.